Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ein Tag bevor Black Ops 6 unoffiziell released wird, weil mit dem Neuseeland-Trick können wir ja auch schon morgen gegen 12 Uhr mittags reingehen. Leute, ich werde über alles reden, wie ihr das machen könnt, damit ihr früher spielen könnt. Wir werden das alles hinkriegen, keine Sorge, keine Panik, lehnt euch zurück, genießt das Video. Und wir reden auch noch über die Doppel-EP-Codes, die auch super wichtig sind, weil wir ja natürlich so schnell wie möglich prestigen wollen, so schnell wie möglich leveln wollen. Das ist ganz normal in jedem COD, wir wollen so schnell wie möglich, schneller als unsere Freunde, Prestige drücken und so weiter und so fort. Darüber werden wir auch noch reden. So, ich würde sagen, wir fangen als erstes an mit den Doppel-EP-Codes. Ich war eben gerade Haare schneiden und eben gerade auch noch im Kaufland gewesen und da habe ich Folgendes gefunden. Und zwar gibt es bei mir im Kaufland hier diese Monster Energy Dosen. Hier seht ihr dieses Logo. Und wenn ihr diese Dosen seht, müsst ihr irgendwo sehen, bei euch irgendwo im Laden. Irgendein Laden bei euch müsste diese Monster Energy Dosen haben. Kosten, glaube ich, 1,50 Euro ohne Pfand, so eine Dose. Ich habe mir davon jetzt 6 Stück gekauft für den ersten Tag. Aber man kann sich auch Black Ops 6 Doppel-EP-Codes irgendwie im Internet kaufen. Aber ich glaube, da ist es teurer. Also, ihr findet diese Doppel-EP-Codes in der Dosenlasche einfach hier öffnen, ne? Und dann seht ihr dort diesen Code. Und diesen Code könnt ihr hier auf der Monster Energy-Seite einlösen. Ich werde euch diese Monster Energy-Seite auch in der Beschreibung verlinken. So sieht die aus, ne? Nichts Spezielles. Ihr klickt dann hier auf Mitmachen. Call of Duty X Monster Energy. Auf Mitmachen. Dann müsst ihr euch hier anmelden. Ich werde mich einmal kurz anmelden und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr euch jetzt angemeldet bzw. registriert habt, könnt ihr diesen Dosenlaschencode einfach hier eingeben und hier diesen Code einreichen. Hier sehen wir die ganzen Belohnungen nochmal, die wir bekommen. Wenn wir den ersten Code einlösen, bekommen wir hier eine Waffen-Blueprint plus 15 Minuten Doppel-EP. 15 Minuten Doppel-EP ist natürlich nicht viel, aber ihr könnt im Internet auch irgendwo auf irgendwelchen Seiten, wie beispielsweise Ineba oder irgendeine andere Seite, dort könnt ihr einfach Doppel-EP-Codes kaufen. Ich glaube, 2 Stunden Doppel-EP kostet 2,50 Euro oder 2,90 Euro, irgendwie sowas, keine Ahnung, müsst ihr da mal selber schauen, einfach googeln und dann werdet ihr das Ganze finden. Wenn ihr den nächsten Code eingebt, bekommt ihr hier diesen Operator-Skin plus 15 Minuten Doppel-EP-Code. Also das finde ich halt cool, dass wir auch diese ganzen Sachen bekommen. Wir bekommen hier ein Waffen-Vinyl bei dem dritten Code, den wir hier einlösen. Bei dem vierten Code bekommen wir hier diesen Operator-Skin, Monster-Energy-Skin in Blau. Bei dem fünften Code bekommen wir dann diesen, beziehungsweise dieses Waffenvinyl plus 15 Minuten Doppel-EP. Und mit dem sechsten Code hier diesen Operator-Skin plus 15 Minuten Doppel-EP. Und ab dem siebten Code bekommen wir dann die ganze Zeit nur 15 Minuten Doppel-EP. Mehr bekommen wir nicht. Also wir bekommen auch keine Doppelwaffen-EP. Wenn ihr jetzt irgendwie sucht nach Doppel-EP-Codes, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze online zu machen bei Ineba oder irgendwo auf irgendeiner Seite kann man sich auf jeden Fall Doppel-EP-Codes auch kaufen. Das macht natürlich mehr Sinn als das hier, aber hier bekommt ihr mit diesen Dosen halt auch noch diese ganzen Items. Ich beispielsweise habe jetzt 6 Monster Energy Dosen, das heißt, ich bekomme alle 6 Rewards und das ist mir erstmal wichtig, dass ich erstmal die ganzen Items hier habe. So, kommen wir jetzt zum nächsten Schritt, was auch super wichtig ist, bevor ihr reingeht. Wie könnt ihr so früh wie möglich spielen? Und zwar machen wir das Ganze mit dem Neuseeland-Trick. Das Ganze mit dem Neuseeland-Trick funktioniert folgendermaßen. Ich bin jetzt hier auf der callofduty.com-Webseite und habe mich hier auch schon angemeldet. Ihr klickt dann hier oben drauf. Ihr seht das jetzt hier nicht wegen meiner Cam. Und dort steht dann grundlegende Infos. Also ihr klickt hier oben drauf und dann hier unten grundlegende Infos bzw. Basic Infos. Ihr klickt da drauf und dann steht dort Folgendes. Wenn ihr dann auf Basic Infos geklickt habt, scrollt ihr ein bisschen runter, bis ihr hier die Adresse seht und dann müsst ihr hier einmal auf Edit klicken bzw. bearbeiten. Das ist jetzt hier hinter meiner Cam. Hier seht ihr das Ganze. Wir klicken da einmal drauf. Und hier können wir unsere Adresslinie 1 angeben. Das ist einfach irgendeine Neuseeland-Adresse. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier die Stadt und Location, ganz wichtig, hier New Zealand auszuwählen. Und ich werde euch hierzu auch nochmal in der Beschreibung verlinken, wie ihr das Ganze machen könnt. Da gibt es irgendwie so einen Generator, der generiert euch da gewisse Adressen, die ihr dann einfach benutzen könnt. Das ist ganz wichtig, dass ihr das alle als ersten Schritt macht, egal auf welcher Plattform ihr spielt. Und dann natürlich Save klicken und
dann seid ihr erstmal durch mit dem ersten Schritt. Wenn ihr euch Black Ops 6 auf der Xbox geholt habt, müsst ihr auf der Xbox einfach nur eure Region auf Neuseeland stellen und das war's. Und dann könnt ihr morgen auf jeden Fall um 12 Uhr reingehen. Das wird kein Problem sein. Wenn ihr jetzt auf der PlayStation seid, müsst ihr Datum und Uhrzeit umstellen auf plus 12 Wellington und dann müsstet ihr auf der PlayStation auch morgen um 12 Uhr reingehen können. Wenn ihr jetzt auf Battle.net bzw. Steam seid, wird das Ganze höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, aber es kann sein, dass es trotzdem funktioniert, ich weiß es nicht. Wichtig ist einfach nur, dass ihr alle diesen ersten Schritt vollzieht, dass ihr einfach in eurem Call of Duty Account hier eine Neuseeland-Adresse habt und dann könnt ihr ja schauen, ob es auf Battle.net oder Steam funktioniert oder nicht. Ich persönlich habe mir Black Ops 6 auf Battle.net vorbestellt, aber weil ich nicht weiß, ob es wirklich funktioniert, habe ich mir Black Ops 6 hier nochmal in der Xbox-App geholt, beziehungsweise durch den Xbox Game Pass habe ich mir hier für 11,99 Euro, das reicht ja auch schon. Da habe ich mir einmal Black Ops 6, beziehungsweise ich habe mir den Game Pass geholt. Und wenn ich dann reingehen möchte in Black Ops 6, hier haben wir Black Ops 6, steht hier 1 Tag, 12 Stunden, 17 Minuten. Wenn ihr jetzt die Region auf eurem PC auf Neuseeland ändert, das geht folgendermaßen. Wenn ihr jetzt möchtet, dass ihr über die Xbox-App auf dem PC, über den Xbox Game Pass früher zocken möchtet, funktioniert das Ganze folgendermaßen. Ihr klickt hier einmal rechtsklick drauf auf Datum und Uhrzeit anpassen. Das habe ich hier schon gemacht. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. Dann klickt ihr hier auf Region. Ist bei mir schon auf Neuseeland gestellt. Land oder Region müsst ihr hier draufklicken. Hier steht normalerweise Deutschland bei euch. Und dann wählt ihr hier Neuseeland aus. Und geht dann wieder zurück auf Zeit und Sprache. Anschließend geht ihr hier auf die Zeitzone. Wählt eine andere Zeitzone aus, beziehungsweise die Neuseeland-Zeitzone. Das ist plus 12 Auckland Wellington hier. Das wählt ihr aus. Und jetzt ist es 22.45 Uhr momentan in Neuseeland. Es ist Mittwoch, der 23. Oktober. Okay, so, jetzt haben wir alles gemacht, was wir hier dafür brauchen. Und wir müssen jetzt die Xbox-App einmal neu starten und dann steht dort Folgendes. So, ich habe die Xbox-App jetzt neu gestartet. Wir sehen hier unten rechts 22.46 Uhr. Normalerweise ist es 11.46 Uhr. Also 12 Stunden ist Neuseeland vorne, also vor uns sozusagen. Wenn wir jetzt hier einmal auf Black Ops 6 klicken, steht hier ein Tag und eine Stunde und 12 Minuten. Das wäre um 13 Uhr, nicht um 12 Uhr, sondern um 13 Uhr morgen am 24. Oktober. Also es sieht so aus, als ob das Ganze funktioniert. Wir klicken hier einmal auf Spielen. Jetzt öffnet sich das Ganze und mal gucken, was hier in-game steht. Weil ich meine, dass ich gestern das Ganze probiert habe und in-game stand dann was anderes als hier im Store. Weil der Store ist auf jeden Fall der neuseeländische Store, das sieht man auch, wenn wir irgendwie auf ein anderes Game oder hier NZ-Dollar, also neuseeländische Dollar oder so. Hier können wir uns dann so irgendwie andere Sachen kaufen. Also der Store ist auf jeden Fall auf Neuseeland. Ne, das sehen wir auch hier an verfügbar. Und wenn wir jetzt hier reingehen, wird es übertrieben laut. So, jetzt gucken wir mal, was hier jetzt steht. Hier müsste jetzt eigentlich stehen ein Tag, eine Stunde, also irgendwie verfügbar in einem Tag. Aber ich meine, dass jetzt hier steht, verfügbar in zwei Tagen. Ich hoffe nicht. So, das funktioniert alles. Bla bla bla. Fertig. Freigabe in zwei Tagen. Das ist nämlich das Ding, was mich ein bisschen stutzig macht. Wo ich nicht unbedingt weiß, ob das wirklich funktioniert. Ich habe mir das jetzt vorsichtshalber mal geholt, um zu gucken, ob das funktioniert hier. Ich bin mir nicht sicher, ob es morgen so funktionieren wird, Leute. Ich bin wirklich nicht sicher, aber normalerweise sollte es so funktionieren. Wenn wir jetzt hier in-game reingehen, steht hier Freigabe in zwei Tagen, was ich ein bisschen komisch finde. Obwohl ich alles auf Neuseeland geändert habe. Deswegen weiß ich nicht, was los ist. Falls ihr irgendwie eine Idee habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein oder schreibt mir das in den Livestream rein. Auf jeden Fall ist es trotzdem kein Problem. Es wird Leute geben, die sind morgen um 13 Uhr schon drin. Und wenn ihr Leute in der Freundesliste habt, die Black Ops 6 schon spielen, dann joint den einfach und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Dann solltet ihr reinkommen, obwohl ihr keine Neuseeland-Methode angewandt habt.
Ja, Leute, also schwieriges Thema. Ich weiß nicht ganz genau, ob das hier auch funktioniert. Es sollte eigentlich funktionieren, aber das macht mich ein bisschen stutzig momentan. Naja, ich habe euch auf jeden Fall alle Tipps gegeben, die ihr befolgen könnt, um Black Ops 6 früher zu spielen. Doppel-EP-Codes auch ganz wichtig. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist einfach das Setup von euch sauber zu machen. Gucken, dass alles funktioniert, dass ihr gepreloadet habt, dass ihr alle Updates auf eurem PC gemacht habt. Vielleicht werdet ihr euren PC nochmal säubern von irgendwelchen Junk-Dateien, damit alles komplett flüssig läuft. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise im Livestream. Achso, nicht vergessen, genug zu essen zu holen, nicht vergessen, genug zu trinken zu holen. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, ich werde morgen 12 Stunden live sein. Ich werde morgen wahrscheinlich schon um 11 oder 12 Uhr morgens live sein. Und dann werden wir 12 Stunden Black Ops 6 zocken. Ich bin übelst gehypt. Leute, wir sehen uns morgen. Haut rein, bis dahin. Viel Erfolg euch im BO6 und ciao.